Brüder Grimm. Dieses Theaterstück ist kein typisches Theaterstück. Mal wieder Grimm war schon deswegen kein typisches Theaterstück, da es Laut- und Gebärdensprache miteinander verband. Wir haben uns mit der Regisseurin Christa Geisbichler getroffen und sie nach ihrer Motivation, ihren Ideen und Beweggründen gefragt. Hey! Ich habe vor 2 Jahren angefangen, Gebärdensprache zu lernen, hier an der Uni, den DGS-1-Kurs. Und da wird ja auch immer ein bisschen was über die Kultur vermittelt. Und da habe ich ganz schnell rausbekommen, dass es kaum Theaterangebote für Gehörlose gibt. In einzelnen Szenen trafen Hänsel und Gretel auf Rapunzel, Frau Holle auf den Dummling sowie der böse Wolf auf den gierigen Koch. Sie standen im Kontext einer Gerichtsverhandlung, bei der ein Autor beschuldigt wurde, Ideen von den Gebrüdern Grimm gestohlen zu haben. Wir haben eine Rahmenhandlung, da wird im Prinzip diskutiert, inwiefern Sprache Kunst ist und Sprache für alle gleichberechtigt ist und dadurch eben auch Gebärdensprache gleichberechtigt zu allen Sprachen sein sollte. Und ihr steht hier nur und mit euren Armen! Was denkt ihr euch eigentlich? Ziel war es, Möglichkeiten aufzuzeigen, Laut- und Gebärdensprache als gesellschaftlich ebenbürtig zu begreifen und gleichwertig zu behandeln. Ibrahim und Dorothee spielten Hänsel und Gretel. Wir hatten nach der Probe die Gelegenheit, mit den beiden zu reden und haben sie danach gefragt, was sie aus der Probenzeit mitgenommen haben. Alleine erstmal gezwungen sein zu kommunizieren, auch auf Gebärdensprache zu kommunizieren. Genau, Ibrahim lernt hier viel Deutsch und versteht von den Hörenden auch ein bisschen die Zusammenhänge und kann die Gebärden besser verknüpfen. Also er ist ja erst vor einem Jahr nach Deutschland gekommen. Hier kann er schön üben und schneller Deutsch lernen. Und der Text ist aber schwierig und er kommt aber langsam voran. Mal wieder Grimm zeigte, wie barrierenfreies Theater auf der Bühne funktionieren kann. Es half, Gehörlosenkultur besser zu verstehen.